Dann übernehmen wir die mal schnell wieder. Ja, schnelle Bewegung. Erhöhen Sie vorübergehend die Geschwindigkeit aller verbündeten Infanteristen. Okay. Achso, das wird wahrscheinlich eine neue Befehligung sein. Ein Energieschwert für Caleb. Und ein neuer Aspektstein. Juhu. Wobei letzteres nicht so unbedingt nötig ist. Ja, ich nehme erstmal die Phantomkristall-Synergie. Oh, Rat der Seher für unsere Phantomdruiden. Sehr schön. Mhm. So. Schussfrequenz mit Fernkampfwaffen verbessern. Ah, die Illusion, die klingt nicht schlecht. Für Notfälle. Energieschwert, das heißt, das Teil, das nur Caleb benutzen kann, wurschte ich mal. Den kinetischen Schuss nochmal verbessern und ihm endlich mal eine Sniper in die Hand drücken. Ja. Hilda allein auf dem Rückzug keinen Schaden mehr. Machen wir mal das, auch wenn ich mich selten zurückziehe. So. Da würde ich mal sagen, die Zeit reicht noch für die große Typhon-Mission. Noch mehr Elderblut im Namen der Prophezeiung vergossen. Will diese Farce kein Ende nehmen? Du bist kein Seher, ich schon. Unsere Visionen sind komplex und verzweigt, aber dieser Gegensatz ist unmöglich. Wir müssen mit größter Vorsicht weitermachen. Krieger, wir müssen unser Bestes geben. Wir kommen zurück und holen Ihre Seelensteine nach Abschluss unserer Aufgabe. Ja. Also für die Mission ist auf jeden Fall noch Zeit, weil die Mission geht recht schnell, weil wir ja ein Zeitlimit haben. Die verdunkelnden Effekte des Rituals von diesen Eldar verschwinden nur langsam. Ich kann sie noch nicht durchdringen. Aber ich... Diese Stimme! Ich bin Azaria Kyras. Skriptor Magister und Ordensmeister der Blood Ravens. Ich nehme an, ihr habt von mir gehört. Zeig dich, Bestie. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir dich finden. Die Eldar, die du betrogen hast, damit sie dir helfen, sie sind tot. Oh, aber ihr seid es, die mir geholfen habt. Ihr habt mehr von eurem schwächlichen Volk erschlagen, als euch bewusst ist. Das Ritual, das ihr gestört habt, hielt mich davon ab, die Exterminatusflotte zu diesem Sektor zu leiten. Den Exterminatus leiten? Er kommt wegen dir und deinen Sklaven. Und du willst, dass er geschieht? Warum? Ein Opfer. Ein Opfer aus Sektor, Planeten und Milliarden von Schädeln für den Chaosgott des Bluts und des Kriegs. Korn. Beruhige dich, Ronan. Die Seelen deines begrabenen Weltenschiffs werden von ihm verschlungen werden. Besser als von Slaanesh. Mein Name. Woher weißt du meinen Namen? Oh, nachdem meine Blood Ravens Kronos eroberten, leitete ich die Befragung und Exekution von Runenprophetin Taldea. Sie... hat dich wohl erwähnt. Nein, nicht so, nicht durch dich.
Ich verstand Ihre Trauer darüber, dass Ihr Bruder Sie im Stich gelassen hatte, sehr gut. Aber du kannst aufatmen. Die Exterminatusflotte schwebt nun über dir. Und dein Elend wird bald enden. Wir sind angekommen und werden jetzt den Angriff ausführen. In Lehenspflicht für unseren Gott, Imperator, und für die Anmut des goldenen Throns erkläre ich den Exterminatus für die imperiale Welt Typhon Primaris. Hiermit spreche ich das Todesurteil für eine ganze Welt und übergebe 1 Milliarde Seelen an die Vergessenheit. Möge die imperiale Gerechtigkeit in jeder Hinsicht gelten. Imperator, steh uns bei! Orbitales Bombardement! Es muss anziehend sein. Zu sehen, wie ein Planet sich windet und schreit. Zu spüren, wie er unter den eigenen Füßen zuckt. Zu beobachten, wie er stirbt. Bei Zeiten werde ich dieses Geschenk vielleicht mit jeder Seele in der Galaxis teilen. Bis dahin. Jo, damit geht die große Kacke los. Der unglaubliche Spießrutenlauf zum Evakuierungspunkt. Da oben. So, die schicke ich mal da hoch, dass die Brücke da einstürzt und von da oben nichts mehr kommen kann. Bei die Brücke müsste einstürzen, sobald ich mich hier nähere. Jo. Ja, alles und jeder rennt hier entlang. Ja, ich könnte hier theoretisch auf das Vieh Granaten werfen. So, ihr macht die da kaputt. Der Liktor nervt. Wir vertrauen auf Ihre Führung. Bin unterwegs. Hochschützen! Da ist ordentlich was im Weg. Ich habe die Last Ihrer Infanterie von unseren Schultern geladen.
Ja, die Tyrannenwache, da ist schon wieder mal nervig. So. Jetzt geht uns auch wieder der Liktor auf die Nerven. Auf eine vergeudete Seele, auf die verzichtet wurde. Ihre Schicksalsstränge sind vergangen. So, wenn wir da lang gehen wollen, dann geht die Brücke wieder kaputt. Ja. So, Gargboard ist weg. Das rennt größtenteils durch mich durch. So, danke dafür. Können wir die 3-1 zacken? Oh, wir haben schon eine Warpspinne verloren, okay. Der Gargbot ist weg. Oh, zwei Carnifex hintereinander. Das ist nicht so nett. Was ist das? Ihr niedriges Ungeziefer glaubt wirklich, dass ihr entkommen könnt? Undankbarer Abschaum! Ihr vergeudet Lord Kyras Geschenk eines ruhmreichen Todes! Bezahlt eure Strafe mit Blut! Blut für den Blutgott! Schädel für den Schädelthron! Ja, und das ist eigentlich ein ganz normaler Chaos Space Marine. Ich stimme zu. Eine gute Position. Selbst jetzt diene ich. Verstehe. Bin auf dem Weg. Achso, wir haben den Punkt schon. Okay. So, für den Kampf hier können wir uns ruhig Phantomdroiden holen. Zwei Stück. Haben wir ja zum Glück genug Gegner zum Töten. So, portet euch mal dahin, dass ihr entweder sterbt und ich neu rufen kann oder Sachen tötet. Ich habe die Last hier.
Holen wir uns mal die Kisten. So, kriege ich jetzt noch meine 20 Gegner, die ich brauche? Danke. Oh, das sind ein bisschen viele Gegner. Aber egal. Ah, du infiltrierst mal. Okay. Ja, das geht nur gerade schlecht, wenn einer tot ist. So, heizt mal durch. Ihr bleibt zurück, um den die Gegner aufzuhalten. So, und geschafft. Warp, wo Feinde die anvisierte Richtung werfen. Nee. Ein Schurigenkatapult für Caleb. Mal gucken, ob ich ihr das gebe. Oder ob ich sie im Nahkampf lasse. Es liegt in der Natur des Menschen, in Zeiten der Tragödien die Schuld zu suchen. Es ist ein Zeichen der Stärke, sich gegen das Schicksal aufzulehnen, anstatt den Kopf hinzuhalten. Unausweichlich werden viele die Hände auf dem Schwert, das Typhon Felte beschuldigen, den Ordo Malleus. Aber die Inquisition erfüllt nur ihre Pflichten. Sie zu fürchten ist überflüssig, sie zu hassen, ketzerisch. Jene, die aufmerksamer sind, werden die Verantwortung bei denen suchen, die die Hände der Inquisition gezwungen haben. Mit etwas Glück werden sie diesen Hass in Hingabe umwandeln und ihr eigenes Schicksal verändern, indem sie in die Dienste des Imperators treten. Ja, letztendlich war ich es, der diese Ereignisse in Bewegung gesetzt hat. Mit einem einzelnen Schlag durch meinen Hammer, dem Gottspalter. Ja, Typhon Primaris ist im Eimer, wir können den Nodenlaser freischalten und sind auf der Gericht der Kadaver gelandet. Yay. Dort können wir die Laserkanone für unseren Phantomlord freischalten. Und dann vielleicht auch noch endlich unseren Elum Zar als letztes, wenn wir die anderen Maps machen. Ja, das ist sogar die Mission gegen die Orks. Ja gut, aber ich werde hier erstmal einen Cut machen, weil wir sind jetzt an der Zeit angekommen.
Wir haben es ja auch wenigstens weit geschafft. Jo. Hier sind 25 Millionen und hier sind 32 Milliarden Menschen drauf. Dorf Aurelia 15.000, okay. Und auf der Gericht der Kadaver, keine Ahnung. Gut. Also, dann erst einmal ein Cut. Bis gleich.